Ready? Wir reden heute über Felgen. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Nein, ich glaube, es ist ganz wichtig, mal zu erklären, dass es Unterschiede gibt bei Felgen. Weil ich habe dasselbe Problem hier mit vielen, vielen Kunden. Die wollen Felgen haben, wissen aber gar nicht, dass es so viele verschiedene Optionen gibt oder Spezifikationen gibt. Oder warum die eine Felge 1.500 Euro kostet, der Radsatz, und der andere Radsatz kostet 10.000 Euro. Da gibt es Unterschiede. Die billigsten Radsätze sind Gussfelgen. Ja? Gussfelgen, eine Gussfelge ist eine Massenproduktion. Das heißt, die werden gegossen und dann kommen sie mit dem Container halt zum, was immer, Hersteller, zu der Firma, die halt die Marke ist, Boston zum Beispiel. Ja? Eine Gussfelge funktioniert folgendermaßen: Es werden Molds gemacht. Wie nennt sich das Patent auf Deutsch? Formen. Guss, es werden Negativformen. Ne? Genau, es werden Negativformen gemacht und das heißt, das Aluminium wird dann reingegossen in diese Negativform. Ja, wie wenn ihr habt eigentlich schon mal irgendwie Kuchen backen. Genau. Eine Gussfelge ist wie Kuchen backen. Ja, du hast eine Form, kippst Aluminium rein, da wird das. Ich bin kein Felgenhersteller, es gibt natürlich verschiedene Sachen und du hast eine Felge. Eine Gussfelge ist schwer, kann gut aussehen, es gibt viele, glaubt mir Leute, ich möchte Ihnen keinen Namen nennen, es gibt viele, viele Hersteller, wo ich sage, die Felge ist so geil und dann ist es nur eine bescheuerte Gussfelge. Ja? So, eine Gussfelge ist schwer, eine Gussfelge ist nicht so stark und standfest wie eine Schmiedefelge und du hast halt auch, das heißt, man kann nichts customizen. Ja? Du hast die Felge, die gibt es in der Größe, gibt es in der Breite, gibt es in der ET fertig. So. Bei einer Gussfelge habt ihr auch. Schwenkst du auf die Felgen? Ja, so ein bisschen. Bei der Gussfelge habt ihr auch Limitationen von der Konkavität auch. Ja? Weil durch die Struktur halt. Weißt du, verstehst du, Patrick? Was ich meine? Du kannst jetzt keine Gussfelge haben, die so konkav ist, weil die brechen würde. So. Dann gibt es Schmiedefelgen. Nee, anders. Dann gibt es Flowform. Flowform-Felge, das ist ein bisschen kompliziert. Die Flowform-Felge ist eine Mischung zwischen der Guss und der Schmiedefelge. Da werden zwei verschiedene Verfahren angewendet. Ist vom Gewicht her schwerer als eine Schmiedefelge, aber leichter als eine Gussfelge. Also genau dazwischen. Dann gibt es Schmiedefelgen. Schmiedefelgen gibt es drei verschiedene Variationen. Es gibt eine einteilige Schmiedefelge, die wird aus einem Block Aluminium gefräst. Ja? Schmiedefelgen werden geschmiedet. Ja? Der Patrick muss mich darauf hinweisen, Preisfrage. Ne? Nee, nicht Preisfrage. Die kosten dann gleich wieder, weil es auch ein Block ist. Ja. Gussfelge günstig, Flowformfelge okay, Schmiedefelge teuer. Aber auch ist der Gewinn wie ein Fiat und ein Ferrari. Ne? So, beides fährt, beides aus Italien. Ja, pass auf. Schmiedefelge haben wir drei verschiedene. Und zwar gibt es eine einteilige, eine zweiteilige, eine dreiteilige. Vielleicht, weiß nicht, Patrick, vielleicht können wir was einblenden, Bild oder irgendwas, dass die Leute das verstehen. Und zwar, nochmal neu anzufangen, die einteilige, ein einteiliges Rad, ein einteiliges Schmiederad wird gefräst aus einem Block Aluminium. Ja? Das heißt, du hast eine Cut-Zeichnung, du hast Engineering, was weiß ich was, da kommt dieser Block Aluminium da drauf, ein roher Block Aluminium, und dann wird das mit Wasser und Fräs, ne? Wird diese Felge gefräst. Irgendwann hast du was wie sowas. Ja? Du hast da so ein fertiges Design. So, und dann gibt es die zweiteilige Felge. Bei der zweiteiligen Felge, die Sachen werden auch geschmiedet, ja? Also hast du so, es ist nicht, hat nichts mit Guss zu tun, und zwar hast du bei der zweiteiligen Felge, du hast die innere Lippe und die äußere Lippe, ja, ist ein Teil und der Stern ist das zweite Teil. Und der Stern wird meistens draufgeschraubt. Ja, kann man halt mit sichtbaren Schrauben und ohne sichtbare Schrauben nehmen. Ja, du kannst eine zweiteilige Felge haben, die sieht aus wie eine einteilige Felge. Ja, genau. Oder eine zweiteilige Felge, die sieht aus wie eine dreiteilige Felge, die Schrauben sichtbar sind. Und ist aber ein Unterschied vom Design, der ist schwer zu erklären. So, das ist eine zweiteilige Felge. Von den Schmiedefelgen ist die einteilige die leichteste. Dann gibt es noch dreiteilige Felgen. Kennt ihr doch, ich habe dreiteilige Felgen. Dann sagst du, was ist denn das? Ja. Ich habe heute Sydney gesehen, also in seinem Liberty Walk Video. Meinte, da kam einer bei ihm an und sagte, hey, ich habe dreiteilige Felge. Die Kappe, die Felge und das Ventil. Nee, Quatsch, Alter. Ohne Scheiß. Weißt du, der vierte Teil vom Liberty Walk bei Sydney. Ohne Scheiß. Also pass auf,
wenn wir sagen, dreiteilige Felge, ist das, was haben wir gesagt? Kappe? Die Kappe, die Felge und das Ventil. Also ist das nicht die Kappe, die Felge und das Ventil, ja? Alter, wie geil. Naja, Leute rufen mich an und fragen, ob ich Backfire verkaufe. Oder hat mich dann angerufen und sagt, verkaufst du auch Launch Control? Ich sage System. Ich muss ja nicht sagen, egal. Ja, bei der dreiteiligen Felge hast du das Vorderbett separat, das hintere Bett separat und den Stern separat. Und das kann man eigentlich ganz gut sehen, Patti. Sollen wir es mal demonstrieren kurz? Ja, bring mal eine hoch. Dann. Pass auf, wir haben keine zweiteilige Felge hier. Wir haben aber Gussrad hier, wir haben Schmiederad hier und wir haben Flowformrad hier und wir haben jede Menge Dreiteilige hier. Pass auf. Wir nehmen jetzt mal dies am fettesten. Ist das ein Rad oder was? Die kommt auf was? Die kommt, haben wir das schon verraten? Haben wir schon verraten, ne? Die kommen auf den GTR. So, also, dreiteiliges Rad. Das ist das vordere Bett. Das ist das Innenbett. Hier seht ihr, es ist mit Silikon, dass da kein Wasser reingeht, ne, klar. Und dann könnt ihr sehen, die Schrauben, ja. Das ist das vordere Bett, das Innenbett und der Stern sind verschraubt. Okay, kann man ganz schön sehen hier. Verschraubt und gekontert, ja. Das heißt, diese Felge wird aus drei Teilen zusammengeschraubt, wie ich schon erklärt habe. So, das ist alles Handarbeit, Schmiederad, ganz brutal. Dann haben wir noch... Was kostet jetzt so ein Ding, wenn einer das kaufen will? Also die jetzt gerade? Alter, müsste ich nachkalkulieren, aber bei dem Rad bist du bestimmt bei, ja, 7.000, 8.000 Euro. Pro Satz? Ja, vier Stück. Und das ist aber jetzt was für eine, das war eine 12,5 oder 13? Das ist, ich glaube, eine 12. 12,5, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Ich könnte den anderen gucken. Weiß ich gar nicht mehr. So, dann haben wir, ihr seht ja, was für ein fettes Rad ist und nicht, weil ich so viel Muckis habe, sondern weil das einfach ziemlich immer noch leicht ist. Dann haben wir hier, das ist eine kleine Werbung, das ist jetzt ein Brixton-Rad, ja, dreiteilig, Brixton. Dann haben wir von, wer kommt da? Das ist der Ahmed. Sollen wir ein dreiteiliges HRV-Rad zeigen? Ne, ist auch gleich, oder? Ja, aber so anders aussehen, ne? Ja. Kann man den Schuh nach hinten? Oder? So. Dann haben wir hier ein dreiteiliges auch Rad von HRE oder HRE, wie man das sagt. Ihr seht hier, das ist das Innenbett, also das ist einfach von der Größe her ein anderes Rad, das ist zwar auch ein 21 Zoll Rad, ja, aber nicht mit diesem krassen, mit dieser krassen Konkavität. Das heißt, ihr seht, das Innenbett ist viel, viel größer, das Außenbett ist sehr klein und der Stern ist wieder geschraubt. Ja, so, diese Löcher machen die übrigens für Gewichtsreduzierung, also nebenbei. Ja, so, das ist auch mit Zentralverschluss, das ist nämlich für den Porsche. Ja. Für den Blauen. Für den Blauen, genau. Ja. So. Den, wie hat der einer genannt? Smurfblau oder Schlumpfblau? Schlumpfblau, genau. Dann haben wir, die Gussrissen alle an der Wand festgemacht, da habe ich jetzt keinen Bock, einfach runterzureißen. Dann haben wir ein Flowformrad. Ja? Das ist... Du bist nicht im Bild, muss mal ein bisschen runterkommen. Da haben wir ein Flowformrad, das ist auch von HRE, dieses FF01 Flowformrad. Oh, dreiteilig, ne? Das ist eine Kappe, eine Felge. Ventil, das ist nur zweiteilig, Ventil fehlt. Nee, das ist ein Flow vom Rad, das ist also wie gesagt, das ist eine Technologie, was eine Mischung ist aus Guss und Schmiederad, aber ist auf jeden Fall, es ist nicht schwer, nicht leicht, ja, es ist so leichter als ein Gussrad, okay? So, pass auf, weiter geht's und jetzt... Nehmen wir mal ein einteiliges Schmiederad, ja, so. 21 Zoll, 10,5 mal 21, das ist ein Riesenrad. Jetzt pass mal auf. So ist ein Lightweight-Rad, ja. Einteilig geschmiedet, ja. Das war mal ein Klotz Aluminium und wurde dann quasi gefräst und ist dementsprechend wirklich leicht. Ne? Also ihr seht, das ist wirklich ein leichtes Rad. Du bist, glaube ich, bei dem Rad, das wiegt um die, will ich nicht lügen, müssen wir unten wiegen gehen, aber ich glaube 12,5 mal 21, ich glaube um die 11 oder 12 Kilo. So eine Drehung. Auf jeden Fall leicht. So, warte mal. Das ist voll informativ heute, ne? Ja, da müsst ihr auch nochmal. Jetzt kommen wir wieder zurück, oder?
Wir müssen ja mal was Informatives machen. So, ich zoome mal wieder rein an dich. Ja. Und nicht den ganzen Tag nur Scheiße labern. Ich denke, das ist mal was, was die Leute wissen müssen, weil viele kommen mal an und auch in den Kommentaren merke ich das mehrmals. Mach doch mal das Rad drauf. Dann denke ich mir selber, Alter, das ist ein Scheißrad. Weißt du, was ich meine? Nee, nicht, geht halt nicht. Nicht vom Design her, sondern das ist einfach Salam Aleikum. Da kommen die Kollegen gerade rein hier. Nee, pass auf. Es wird viel mit Marketing gemacht, ja? Leute haben gutes Marketing und alle denken, das ist im Endeffekt sind Gussräder, weißt du? Aber egal. Ich finde, das ist mal wichtig, dass die Leute das mal wissen und mal hören und mal lernen. Ich bin kein Radreifenspezialist, ja? Ich bin so ein bisschen. Ja, aber also auf jeden Fall mehr als bei ATU, du hast so darauf. Ein bisschen von allem und damit ihr das mal versteht. Das heißt also, wenn einer sagt, ein Rad, das kostet, was weiß ich, 5, 6, 7.000 Euro und es ist ein dreiteiliges Schmiederad, dann weißt du Bescheid. Wenn einer sagt, ey, du kriegst von mir hier BBS Le Mans, kostet 7 Euro. Weißt du, dreiteilig, ne? Kappe, Ventil und Felge. Genau. Nee, da weißt du direkt Bescheid, Schrott. Ein Radsatz, ein guter Radsatz kostet keine 7 Euro. Ja, ist wirklich so. Selbst in Flowform. Ja, guck mal, heute kommt es ja auch drauf an, die Autos heute, zum Beispiel Astra OPC, ja, da fragen ja viele Leute nach OPCs hier, ne? Ja. Da kommen ja nicht viele an bei uns, oder gar keiner. Aber ein Astra OPC, der kommt ja nicht mehr mit 17 Zoll oder 18 Zoll daher. Der kommt mit 19 oder 20 Zoll daher, weil es einfach der Radkasten füllen. Und je größer die werden, desto teurer werden sie auch. Ja, du musst ja teilweise sehen, teilweise ist es ja ein Downgrading. Teilweise baust du eine Felge aufs Auto, die vom Material her, ja, und die von Gewicht her beschissener ist als die Felge, die du auf dem Auto Serie hast. Weiß ich mal. Das ist wirklich so. Und Felgen, ne? Beschleunigung? Beschleunigung, Agilität, Einlenken, Bremsverhalten, rotierende Masse. So, das heißt, du hast ein schweres Rad auf dem Auto, Auto fährt scheiße. Das ist wirklich so. Du hast ein leichtes Rad, ein Leichtmittelrad drauf und ein Schmiederad. Sag ich mal, wenn wir jetzt mal vergleichen, ein einteiliges Schmiederad gegen ein, wie heißt die Scheiße nochmal, Cast? Sag schon. Gegen Gussrad. Ich schwöre dir, das merkst du beim Fahren. Das merkst du sofort. Du bist beim Einlenken schwer und ist halt viel Optik. Ne? Nur wenn ihr halt Felgen kauft, kauft nicht irgendeine. Weißt du, es gibt Gussräder zum Beispiel, die sind gut. Also, weißt du, die kommen von einer anständigen Firma, das wird vernünftig entwickelt, da wird vernünftiges Know-how, Engineering gemacht. Ja? Du kannst Gussräder kaufen. Ja, ist da nichts verkehrt mit bei. Ich brauch schon mal Gussrad gefahren, ne? Das ist kein Problem. Nur kauf bloß nicht diese Scheiße, Alter, von eBay für, weiß ich nicht, 400 Euro so ein Radsatz. Fährst du, weißt du, es gibt ein gutes oder mehrere Bilder auf Google. Dann gehst du drauf, da siehst du Stern gebrochen und all so Geschichten. Also Räder ist wichtig, ist auch von der Sicherheit her wichtig. Und deswegen in Deutschland gibt es auch Tragglas, ne? Genau. Drahtglas, genau. Kauft nur Sachen, die wirklich vernünftig sind. Ich sage jetzt nicht, ihr kauft jetzt alles bei uns oder kauft das, kauft was ihr wollt, aber kauft was Vernünftiges. Ne? Recherchieren, erklären lassen vernünftig und wie gesagt, wenn der Radsatz 400 Euro oder 700 Euro kostet, dann ist das halt, dann kann es nie im Leben Schmiedrad oder sonst was. Aber ansonsten war es das, glaube ich, für heute. Wieder mal. Ne? Und nicht vergessen, subscriben und liken und teilen. Und beim nächsten Mal, Patti, was wollen wir nächstes Mal? Keine Ahnung? Weiß nicht. Was gut? Nur mal gucken, was kommt. Wir machen ja so eine Dinger. Ich glaube, wir sind interessant, ne? Ja, ich glaube, ey, anders. Wenn ihr jetzt mal so ein Video zum Beispiel, ja, wenn ihr es interessant findet, dann viel, viel, viel liken und auch kommentieren, weil dann machen wir vielleicht sowas mal öfter mit anderen Sachen, weißt du mal? Ja, oder fragt mal, was ihr gerne wissen wollt. Und vielleicht vergleichen wir so. Genau. Was vergleichst du mit Logo? Ja, nicht die. Nee, vielleicht können wir mehr so Sachen machen. Ich will halt immer nur nicht, weißt du, teilweise, ich will nicht zu viel irgendwie, weißt du, ins Detail gehen und so weiter. Ja, aber sowas ist interessant, weil sowas wissen die Leute auch nicht. Ne? Okay, jetzt habt ihr auf jeden Fall hier was gelernt über Räder. Reifen und Räder. Nee, nee, Reifen, vergesst Reifen, nur Räder. Genau, und das war's schon. Subscribe nicht vergessen. Wir sind los, weil wir haben noch was zu tun. Unten, Workshop ist voll. So, nur noch kurz, bei YouTube hast du was Neues, ne? Das heißt Cards. Also oben, zeig mal jetzt deine Kamera, wo ist mein Finger? Hier oben. Da blenden wir immer so 5 Videos im Video selber ein.
Da könnt ihr noch draufklicken, dann seht ihr die anderen Videos verlinkt zu unseren anderen Videos. Echt? Ja, ja, das heißt Cars. Das weiß der Patrick, da habe ich keine Ahnung von. Ja, also, ich sitze hier nur und quatsch noch. Hier oben klickt ihr mal drauf und dann werdet ihr die Cars sehen. Das könnt ihr auch im ganzen Video machen, das kleine I im Kreis. Drückt auf das kleine I im Kreis, dann seht ihr die Cars, was auch immer das heißt. Patrick, wir sind fertig. Fertig. Ciao. Wir sind fertig. Ciao. Wir sind fertig. Ciao.